Ich muss los. Shit, shit, shit. Meine Fresse. Bin ich spät. Bin zu spät. Meine Brille auf. Heute geht's übrigens zum Vloggen, Steffen. Let's go. Ist es warm? Ich muss los. War gerade noch so geschafft. Naja. Jetzt sind übrigens 11 Grad. Heute Morgen waren es minus 5. Der Unterschied ist schon extrem. Und by the way, heute ist Aschermittwoch. Bei uns gibt es heute Fisch. Vielleicht bei euch auch. Macht man ja so in unseren Breiten. Ansonsten hole ich jetzt den Philipp ab. Dann fahre ich heim, esse Fisch. Wie ich eben gesagt habe. Meine Güte. Und nachher schauen wir uns einfach mal die Vlogging-Stative an, die es so gibt. Wer kennt es nicht? Das Joby Gorillapod. So, jetzt habe ich es. Das Joby war über Jahre das beste kleine Stativ. Na gut, es war das einzige und damit war es halt auch sehr einfach, das Beste zu sein. Ihr könnt es quasi aufstellen, quasi so einen richtigen Stativ-Mode bringen. Ihr könnt es irgendwo drumherum wickeln. Und natürlich könnt ihr auch damit vloggen. Das hat ja jeder Casey Neistat über Jahre gemacht. Es war das einzige Stativ, mit dem ihr das so halbwegs richtig machen konntet. Aber sind wir mal ehrlich, mit dem Job zu vloggen ist ungefähr so geil, wie an einem 30 Meter langen Tisch Tee mit Wladimir Putin zu trinken. Und es ist einfach nur pain in the ass. Erstens, die scheiß Füße leiern irgendwann aus. Und egal was man macht, das Stativ steht nie wirklich sicher und dauert ewig, bis man es irgendwie so gerade hingebogen hat. Nicht, dass es so ist, dass man da meist Kameras drauf hatte, die ein paar Euros kosten. Außerdem, ich habe jetzt kleine Hände. Die Petra sagt immer Stummelfinger. Voll gemein, gell? Und das ist einfach seht ihr? Und das ist einfach unbequem zu halten. Was aber cool ist, muss ich zugeben, aber das trifft jetzt nur das Joby 5K, also das ganz große zu. Das hat einen wirklich guten Kugelkopf für so ein Stativ. Und es hat auch eine AK-Swiss-Platte. Gibt ja nur noch mal ein Frotto, die meinen, mit ihrer eigenen komischen Platte irgendwann die Weltherrschaft an sich zu reißen. Brain, was wollen wir denn heute Abend machen? Genau dasselbe wie jeden Abend, Pinky. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Jetzt ist aber 2015 vorbei. Wir haben 2022. Und in den letzten Jahren kamen krasse neue Sachen raus. Am liebsten würde natürlich jede Firma sehen, wenn Content Creator XY sein Stativ benutzt. Also von der Firma ist ja Marketing. Und so. Deshalb gibt es jetzt eine mannigfaltige, oh, das Wort ist geil, mannigfaltige Konkurrenz für das Gorillapod. Und die schauen wir uns einfach mal heute an. Das nächste, und das nutze ich eigentlich, seit es diesen Kanal gibt, und wo wir gerade bei Kanal sind, es wäre voll cool, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Das habe ich super eingebunden. Und zwar das Sony GPV... Keine Ahnung, Sony-Namen halt. Was weiß ich, wie es heißt. Das Sony-Vlogging-Stativ. Das Schöne am Sony ist, dass es keine Wechselplatten braucht. Es wird hier, wie heißt das, an diesem Drehrad gedreht, dann dreht es die Schraube und ihr könnt es aufsetzen, also draufschrauben, die Kamera. Das geht super. Wirklich cool an dem Stativ, und das ist auch so sein Hauptfeature, ist, ihr könnt die Kamera bedienen, also die Hauptelemente der Kamera mit dem Stativ bedienen. Video-Record, also Aufnahme, Foto könnt ihr machen, zoomen und lauter so kleine Sachen, ihr könnt es auch locken. Ich habe hier ein Video gemacht, wie ihr das Stativ mit der Kamera verbindet. Einfach mal checken, wenn ihr wissen wollt, wie das geht. Es geht auch mit den meisten anderen Kameras, weil es sehr stabil steht. Dafür könnt ihr nur diese Bedienung bei Sony Bluetooth Kamera benutzen, die auch Bluetooth haben. Sony Alpha 7.4, 7S3, ZV10, ZVE10 heißt es, ZVE10 und so. Das Einzige, was bei dem Stativ nervt, und das ist eigentlich ein absolutes No-Go als Stativ zum Vloggen, es ist einfach viel zu kurz. Und das Sony-Stativ wird für eine ZV1 gebaut. Die hat nur einen 24 mm Weitwinkel. Es sieht halt immer viel zu nah aus und ihr bekommt keinen vernünftigen Ausschnitt hin. Ich weiß nicht, ob die bei Sony das wissen. Aber hey Sony, wir brauchen mehr Weitwinkel. Das Bluetooth ist nicht so super wichtig. Weitwinkel wäre wichtig. Ich habe mir nämlich extra eine Weitwinkel-Vorsatzlinse gekauft für die ZV1, damit ich einfach mehr drauf bekomme und ihr mehr von der Umgebung mitbekommt. Aber man muss auch sagen, es liegt echt super in der Hand. Also man kann es, das liegt wirklich toll in der Hand. Boah, ist das warm hier drin. Meine Güte. Und wo wir schon von in der Hand liegen reden, das nächste Stativ wurde von zwei YouTubern entwickelt. Nämlich Caleb Wojcic, ich spreche das richtig aus, sorry, und Pat Flynn.
Naja gut, das sind zwei richtige YouTuber, nie so wie ich. Das Switchbot habt ihr, wenn ihr mein Video jetzt schaut, bestimmt schon in einem anderen Video gesehen. Es war ja auch eine recht große Kickstarter-Kampagne. Man merkt am Switchbot, dass es von jemand entwickelt wird, der echt Ahnung von der Materie hat. Es hat nämlich genau die richtige Größe. Es liegt gut in der Hand. Die Griffe, also der Griff eigentlich ist ergonomisch geformt. Und wenn man es zusammenfaltet, ist es schön schmal. Wenn ihr es zum Beispiel irgendwo verstauen wollt, im Koffer, im Rucksack oder so. Hier unten an den Füßen sind Magnete, damit es zusammen bleibt und nicht komisch wegrutscht, auch wenn ihr es irgendwo drin habt. Achtung, jetzt wird's mega cool. Tripod Mode, Handheld Mode. Tripod Mode, Handheld Mode. Also, wenn ihr jetzt irgendwo seid und irgendwo vloggt, hi, ich bin Jens, bla bla bla, und ihr wollt es abstellen, boom, steht. Und es steht vor allem richtig stabil, denn es ist das so Alu-Dingster-Material, was weiß ich, kenne mich da nicht aus. Und dem Stativ ist es auch egal, wie groß oder wie schwer die Kamera ist. Es steht einfach super stabil. Also ihr könnt mit einem richtig großen Setup vloggen. Nicht so geil, was das Material angeht, ist das Problem im Winter. Ihr wisst, wenn es draußen kalt ist, Metall nimmt so Kälte extrem an und das Stativ wird wirklich saukalt, habe ich festgestellt. Was ich gut und schlecht zugleich finde, ist, es hat keinen Akka-Swiss-Kopf. Wobei ich jetzt auch wieder dazwischen sagen muss, mittlerweile gibt es einen Akka-Swiss-Kopf, der auch anscheinend sehr gut ist, aber den habe ich nicht bekommen, ich habe nur das Stativ bekommen. Das heißt, man kann nicht hochkant filmen, also ihr müsst dann das Stativ so komisch drehen, damit ihr dann hochkant filmen könnt für Insta-Stories oder TikTok oder was weiß ich. Dass man keine Akka-Swiss-Platte dabei ist, hat natürlich auch einen Vorteil, der ist besonders für mich, ich kann sie nicht vergessen. Nochmal kurz, Tripod-Mode, Handheld-Mode, Tripod-Mode, Handheld-Mode, so cool. By the way, ich versuche übrigens die ganze Zeit 3 Liter Wasser zu trinken. Soll man ja machen, aber voll schwer. Wer von euch das kann, schreibt es in die Kommentare oder was weiß ich. Dazu kommt, dass ich so viel Kaffee trinke. Gehen wir zum nächsten Stativ. Das nächste Stativ, das PG WideTech Mantis Pro, das kann hochkant stellen. Das ohne Pro kann es nicht. Das habe ich aber nicht, ich habe nur das geschickt bekommen. Das PG WideTech ist so ziemlich das flexibelste Stativ von allen Stativen, die ich kenne und die ich euch heute hier gezeigt habe. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich alle Funktionen, die dieses Stativ bietet, in dieses Video unterbringen kann. Aber ich versuche mal, die wichtigsten für mich zusammenzufassen. Erstmal, es liegt super in der Hand. Es funktioniert zwar mit einer Akka-Swiss-Platte, die hat was, was ich schon immer haben wollte. Also ich wusste bisher nicht, dass ich es immer haben wollte, aber jetzt will ich es haben, weil ich es an der Wechselplatte dran habe. Die hat eine Schubnadelschraube, die hat einen Schubnadelschraubeneinsatz. Was auch immer das ist und ob ich das jetzt richtig gesagt habe, aber ihr könnt dann, also man dreht hier rein und das geht mit einer Münze und mit einem Imbus. Nicht so wie bei Peak Design, wo es nicht geht. Wissen die, dass das blöd ist? Nur mit dem Imbus immer? Naja, ist egal. Auf jeden Fall kann man dann nicht mehr die Platte von der Kamera abdrehen. Also man kann es schon noch abdrehen, aber wenn man einfach so auf dem Stativ ist und man dreht so, wie jetzt da, dann fällt die Kamera nicht runter. Und das will ich jetzt immer haben. Bei jedem Stativ, nicht nur bei dem. Es ist super zum Mitnehmen. Es passt überall rein, ist immer noch relativ klein und schmal und passt vor allem in die Seitentasche vom Rucksack, wo man eine Wasserflasche reintun kann. Und was wirklich cool ist, ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr mit einer ZV1 vloggt und die Brennweite reicht ja nicht, habe ich schon erklärt, dann könnt ihr das so machen wie jetzt hier im Video, dass ihr das umsetzt. Dazu müsst ihr den Stativkopf abnehmen. Hier ist übrigens alles mit irgendwelchen Schräubchen und Knöpfchen und was weiß ich gesichert, damit das nicht runterfallen kann. Das ist halt für so Leute wie mich ziemlich geil, dass da nichts passiert. Also ihr nehmt den Kopf hier oben ab und dreht die, biegt die Beine so nach außen und jetzt könnt ihr das hier hinten drauf machen. Ich habe keine Ahnung, ich zeige es euch einfach. Also so nach draußen und jetzt ist euer Ausschnitt zum Vloggen halt viel geiler, weil ihr viel mehr drauf bekommt. Außerdem könnt ihr den Griff noch umdrehen, damit habt ihr so einen Top-Handle. Klar, ihr müsst jetzt im Post-Processing noch das Bild umdrehen, aber hey, das ist jetzt echt nicht so schwer. Und so ein Top-Handle, das ist ziemlich cool, weil du sehr ruhig bleibst. Hier neben ist ein Hot-Shoe-Mount und das war wirklich jetzt so, das war so der kritische Punkt, warum ich dieses Stativ so unfassbar gut finde. Also ja, toll Hot-Shoe-Mount, aber das wirklich geil an diesem Hot-Shoe-Mount ist, dass man ihn drehen kann. Ihr könnt dann Licht oder was weiß ich dran machen, aber in erster Linie könnt ihr ein Mikrofon dran machen. Und wenn ihr jetzt so redet, bla bla bla, und irgendwas zeigen wollt, die Kamera umdreht und zeigt irgendwo drauf, könnt ihr dieses Mikrofon drehen, also wieder zurück zu euch. Und ihr könnt dann weiter ins Mikrofon reden. Das hört sich ja nicht so blöd an, wenn ihr jetzt in die falsche Richtung redet. An dem Haupt, ich nenne es mal, am Hauptbein von dem Stativ ist nur so ein Widerhaken dran. Da könnt ihr das Stativ irgendwo dranhängen. Das sind eurer Fantasie jetzt keine Grenzen gesetzt, wo das ist, Zaun, Auto, keine Ahnung, was weiß ich. Und in demselben Fuß ist auch noch eine Handyklemme drin versteckt, damit ihr eure Handys drauf machen könnt, so wie ich es manchmal mache, mit dem Handy Timelapse macht. Denn die Handyklemme hat die Größe einer Akka-Swiss-Platte. Das heißt, ihr könnt die einfach hier oben in den Kopf so reinklemmen. Also nicht so wie ich jetzt,
sondern so richtig einklemmen. Das ganze Stativ ist aus Alu-Legierung. Ich habe keine Ahnung davon. Also es fühlt sich auf jeden Fall sehr robust an. Hier ist auch überall so ein Gummi drüber, damit es im Winter nicht so kalt wird wie beim Switchpod. Und ganz wichtig, es gehen auch große Kameras drauf. Also so richtig, so A7 S3. Keine Ahnung, größer habe ich es nicht probiert. Aber ich habe auf YouTube ein paar gesehen, die eine R3 drauf haben. Peter McKinnon zum Beispiel, glaube ich. Es sieht super robust aus und es fühlt sich auch wirklich super robust an. Fazit, ich habe komplett mit dem Gorillapod aufgehört. Das kostet 120 Euro. Die kleineren sind ein bisschen günstiger, aber das mit dem Drehen, das war alles blöd. Das Sony war okay die ganze Zeit. Kostet aber, glaube ich, wenn man es nicht im Set kauft, 200 Euro. Und das ist schon eine Menge Geld für ein Vlogging-Stativ, nur weil es Bluetooth hat. Aber dann doch wieder zu kurz ist, um einen vernünftigen Ausschnitt hinzubekommen. Das Switchpod, Mann, ich zeige es nochmal ganz schnell. Tripod-Mode, Handheld-Mode, Tripod-Mode, Handheld-Mode. Ist sensationell gut. Die Größe stimmt genau, es ist bequem, es lässt sich gut tragen. Kostet so 130 Euro, glaube ich. Und das finde ich alles ziemlich okay. Außerdem, es ist echt bequem. Am Ende habe ich mich aber doch für das PGY Tag Mantis Pro entschieden. Das ist mein Lieblingsstativ. Gerade weil es so extrem flexibel ist. Natürlich ist es nicht so schnell wie der Switchpod, macht mir aber nichts. Durch das Drehen vom Mic gewinne ich einfach nur viel Zeit. Meistens bei meinen Vlogs, wenn ich irgendwas zeigen will. Und es ist halt super angenehm. Es kostet eine Stange Geld mit 169 Euro, glaube ich. Das finde ich schon heftig für ein Vlogging-Stativ, aber es bietet auch eine ganze Menge. Wichtig finde ich bei dem Ganzen ist, und das ist halt dieses No-Go-System bei dem Sony, wenn ihr mit jemand, wenn ihr in die Kamera reinredet, sollte euer Zuschauer nicht euren Arm sehen. Das gibt dem Zuschauer mehr so das Gefühl, dass er vor euch steht und mit euch eine Konversation führt. Am Ende entscheidet natürlich ihr, was ihr cool findet. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen mit dem Video, wenn ihr gerade überlegt, so ein Stativ zu kaufen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit. War wieder geil, dass es mir abhängt. Ich bin raus. Wir sehen uns im nächsten Video und Peace.